In dieser mehrteiligen Kurzfilmserie nehmen wir euch mit hinter die Kulissen des Agrarservice Marten und Teune. Der Betrieb operiert von zwei Standorten, setzt auf ein motiviertes Team und einen spannenden Fuhrpark. Teil 2 stellt euch die Maisernte vor. Wir beginnen diese Geschichte Ende September südwestlich von Hannover. Bei diesem Auftrag galt es für eine größere Biogasanlage ca. 575 Hektar Mais einzufahren. Neben den zwei Feldhäckslern, die der Kunde angefordert hat, ist Marten Teune bei so einem Großauftrag zusätzlich mit einer Reservemaschine vor Ort. Eine der beiden Kolonnen wird vom 970 PS starken John Deere 9900 angeführt. Das Flaggschiff von John Deere hat Marten und Teune zur Saison 2023 in Dienst gestellt. Auch in den teils kleinen Flächenstrukturen rund um Bad Münder kann der Häcksler seine Leistung gut einsetzen und hält die Abfahrer auf Trab. In wenigen Minuten hat Fahrer Jarek die großen Krone TX befüllt. Die zweite Häckselkolonne kümmert sich um die weiter entfernten Schläge und ist dafür ganz besonders ausgerüstet. Zwei Terra-Variant übernehmen hier die feldinternen Transporte und shutteln den Mais zu den am Feldrand wartenden Lastwagen. Bei Marten und Teune setzt man in der zweiten Saison auf die umgebauten Terra-Variant. Interne Berechnungen haben ergeben, dass ab ca. 12 Kilometern Transportentfernung zwischen Hof- und Silomiete die Lastwagen gegenüber den Traktoren wirtschaftlicher unterwegs sind. Dadurch, dass man beim Agrarservice ganzjährig eine größere Flotte der MAN-Zugmaschinen im Einsatz hat, bietet es sich an, auf diese auch bei der Maisernte zurückzugreifen. Marten und Teune bildet neben der Fachkraft Agrarservice auch zum Berufskraftfahrer aus. Der nasse Herbst 2023 hat zudem wieder gezeigt, dass auf dem Feld die großvolumig bereiften Terra-Variant hinsichtlich Bodenschonung den Traktoren überlegen sind. Die Geschäftsführer Christoph Marten und Torben Teune haben sich für die Anschaffung der Holmer Multibunker entschieden, da dieses Konzept für den Agrarservice die beste Leistung bietet. Das eigene Werkstattteam hat die Aufbauten für den Maistransport umgebaut und abgedichtet. Die Entladedauer variiert immer ein wenig, liegt aber in der Regel bei weniger als 3 Minuten. Je nach TS-Gehalt passen ca. 2 Bunkerladungen auf einen LKW. Ein weiterer Vorteil beim Einsatz der Terra-Variant gegenüber stationären Überladetechniken ist, dass die Überladepunkte dem Erntefortschritt angepasst werden können und durch diese Standortwechsel ebenfalls Bodenverdichtungen reduziert werden. Der aufmerksame Zuschauer wird anhand der Nummernschilder bemerkt haben, dass die beiden Holmer Selbstfahrer nicht zum festen Fuhrpark des Agrarservice gehören. Geplant war es eigentlich, die beiden betriebseigenen Terra-Variant, die wir euch schon im ersten Video bei der Düngung vorgestellt haben, umzubauen. Jedoch machte der nasse Spätsommer diesem Plan einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der weiter parallel laufenden Gülleausbringung wurde auf Mietmaschinen zurückgegriffen und der Maishäckseltermin konnte wie geplant gehalten werden. Flexibel zu agieren und immer bestrebt zu sein, die beste Lösung zu finden, das zeichnet einen guten Lohnunternehmer aus. Der Agrarservice Marten und Teune ist bereits seit knapp 15 Jahren im Geschäft und entlang der landwirtschaftlichen Dienstleistung gewachsen. Der Ursprung des Betriebs liegt in Löhne in Nordrhein-Westfalen.
Hier haben die Freunde und Geschäftspartner Christoph Marten und Torben Theune sich in den letzten Jahren neben klassischen Agrardienstleistungen insbesondere in den Kartoffelanbau weiterentwickelt. Von der Düngung und Bodenbearbeitung über die Pflanzarbeit und den Pflanzenschutz bis zur Ernte kümmern sich speziell geschulte Mitarbeiter um diesen Sektor. Im Jahr 2022 folgte dann mit der Übernahme des Standorts Neuposserin in Mecklenburg-Vorpommern ein bedeutender Schritt in der Betriebsentwicklung, der mit neuen Herausforderungen und vielen Chancen verbunden ist. Die Betriebsstrukturen, mit denen man es hier zu tun hat, unterscheiden sich deutlich von denen im Heimatrevier. Darüber hinaus dominiert der Futteranbau. Der Agrarservice Marten und Theune setzt auf 5 John Deere-Feldhäcksler. Viermal das Modell 9800 und einmal das Flaggschiff 9900. Es ist davon auszugehen, dass die Maisernte rund um Neuposserin etwas eher beginnt als am Stammbetrieb. Von daher sind zu Beginn der Kampagne zunächst alle 5 Häcksler samt Logistik im Osten tätig, bevor in der Folge dann nach Bedarf in Richtung Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen umgesetzt wird. Durch die Schlagkraft, die Marten und Theune auffährt, steht neben einem Reservefeldhäcksler auch weiterhin eine Maschine für die Grünfutterernte bereit. In diesem Fall wird ein Milchviehbetrieb mit dem 900 Hektar umfassenden 4. Schnitt bedient. Häckslerfahrer Moritz hat bereits 2018 auf dem Stammbetrieb in Löhne begonnen und ist seit 2022 in Neuposserin mit dabei. Das Ernteteam ist gut ausgelastet. Jene Feldhäcksler, die sowohl in der Grünfutter- als auch der Maiskampagne mitlaufen, bringen es jährlich auf bis zu 600 Trommelstunden, was in etwa 900 Betriebsstunden entspricht. Um maximale Flexibilität anbieten zu können, will Marten und Theune 2024 auch noch 2 Ladewagen in Dienst stellen. Fürs Silo-Verdichten bei der Grasernte setzt man beim Agrarservice auf einen Radlader und sonst auf Traktoren. Im Heck ist eine Silowalze mit Kantenverdichter angebaut. Ob vorne eine Silagegabel oder ein Siloverteiler eingehängt ist, entscheidet der jeweilige Fahrer. Noch ein kurzer Exkurs zur Gülleausbringung, die Ende September so langsam zum Ende kommt. Die großen Dreiachser von Vredo haben wir euch im ersten Video bereits in unterschiedlichen Einsätzen vorgestellt. Marten und Theune setzt gleich auf 2 dieser Giganten. Am Steuer sitzt hier Mitarbeiter Tristan. Die Amazone Katros hat eine Arbeitsbreite von 9 Metern und ist seit Sommer 2023 im Programm. Aufgrund ihrer guten Eigenschaften in Sachen Rückverfestigung wird diese Jahreszeit wohl auch das Haupteinsatzgebiet für das Bodenbearbeitungsgerät. Das Werkstattteam von Marten und Theune hat die Gülleverteilung bzw. die Verschlauchung nach eigenen Vorstellungen selbst auf die Katros aufgebaut. Ein wichtiger Grund, warum man sich für die angehängte Variante entschieden hat, ist die Gewichtsverteilung, insbesondere die Entlastung der Hinterachse des Vredo. Vor allem im Spätsommer und Herbst sind die Großflächenmulcher des Agrarservice unterwegs. Vor 10 Jahren ist man in dieses Dienstleistungsfeld eingestiegen und betreibt mittlerweile 3 solcher 8,30 m bzw. 8,60 m breiten Front-Heck-Kombinationen von Mything. Bei vielen Kunden gehört das Mulchen insbesondere nach der Maisernte zur gesetzten Feldarbeit. Neben dem allseits bekannten Motiv der Maiszünslerbekämpfung stehen auch die Behebung von Wildschäden sowie die schnellere Strohrotte im Vordergrund. Viele Kunden versprechen sich zudem einen geringeren Krankheitsdruck in der Folgefrucht. Zeitgleich zum verfilmten Grünfutterernteeinsatz werden für denselben Milchviehbetrieb auch 750 Hektar Mais gehäckselt.
Torben Theune ist bei solchen Aufträgen regelmäßig vor Ort und koordiniert zusammen mit den Kunden die Häckselketten. Je nach Saison gilt es für Marten und Theune insgesamt 4.000 bis 5.000 Hektar zu häckseln, wobei ein Großteil hier im Osten eingefahren wird. Die Landtechnik von John Deere, Krone und auch Mything bezieht Marten und Theune über den Landmaschinenhändler LVD Krone. Bereits seit Gründung des Agrarservice arbeiten die Betriebe partnerschaftlich zusammen. Der 870 PS starke 9800er samt 12-Reiher Vorsatz hat sich für den Agrarservice als optimale Leistungsklasse bewährt. Egal, ob man es mit 25 oder 60 Tonnen Ertrag vom Hektar zu tun bekommt. Noch einmal zurück auf die Biogasanlage nach Bad Münder, südwestlich von Hannover. Circa 30.000 Tonnen Erntegut sollen hier in eine große Miete eingebaut werden. Gerade für solche Jobs, bei denen auf engstem Raum steil gebaut werden muss, hat sich der Pistenbully bewährt. Fahrer Harry unterstützt mit der Raupe bei Bedarf auch die Kollegen in Neuposerin. Es ist zudem geplant, den Pistenbully auch verstärkt im Forstbereich oder bei sonstigen Spezialaufträgen einzusetzen. In der Fortsetzung werden wir uns im nächsten Jahr mit weiteren Dienstleistungen von Marten und Theune auseinandersetzen. Darunter die Grünfutter, GPS und die Kartoffelernte. Dazu ist ein ausführlicher Blick in das Management des Unternehmens geplant, sowie eine Vorstellung der Werkstatt. Wenn ihr euch weiter über das Unternehmen informieren möchtet, dann besucht deren Website oder klickt euch auf deren Facebook- oder Instagram-Page. Dort findet ihr auch weitere Infos zum Job und Ausbildungsangebot.